So, hallo, herzlich willkommen zu deinem Schritt Nummer 6, ein ja, ganz einfach zuckerfrei werden. Also, wenn du die Videos vom letzten Mal verfolgt hast, dann ja, weißt du, wie man Zucker reduziert, wie du Etiketten liest, dass du einfache Rezepte brauchst, dass du ja Dinge einfach austauschen kannst. Und heute kommen wir jetzt zum letzten Step, nämlich dann auch wirklich zuckerfrei zu gehen. Und zwar empfehle ich dir das wirklich mal eine Zeit lang zu machen. Wie groß du dir den Zeitraum setzt, das sei dir selbst überlassen. Also wenn du sehr sicher bist, dann überleg dir doch mal so vielleicht 21 Tage oder sowas als Challenge für dich selber zu nehmen, da komplett zuckerfrei zu gehen. Oder wenn du sagst, oh, das ist mir aber doch noch sehr lang, ich fange mal mit einem kurzen Zeitraum an, den ich gut überblicken kann, dann nimmst du 5 Tage und wähle da einfach eine Zeit aus, wo du dann auch dich ein bisschen darauf konzentrieren kannst. Und dann gehe einfach mal zuckerfrei. Du hast dich ja gut vorbereitet und dann kann es auch wirklich losgehen. Und ja, ich bin mir sehr sicher, dass du überrascht sein wirst, was für einen Rieseneffekt das auf dein Leben haben wird. Also nicht nur, dass du natürlich mehr darüber nachdenken musst, was kann ich essen, wie kann ich mich verpflegen, sondern einfach, was das mit dir und deinem Körper macht. Ich bin da immer wieder ja selber total erstaunt, wie groß das Feedback auch bei meiner Zuckerfrei-Challenge ist, was diese Zuckerfreiheit mit den Leuten macht und wie sie ganz, ganz doll und krass einfach auch die Energie nach oben pusht. Also das ist der häufigste Effekt, den Teilnehmer berichten, dass nämlich sie durch den Zuckerentzug, beziehungsweise erst den Entzug und dann dieses Leben ohne Zucker, einen unglaublichen Energiegewinn haben. Und ja, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt bereit dafür, ich möchte das auch und ich möchte einfach mal sehen, wie mein Leben ohne Zucker so rum denn abläuft, dann lade ich dich jetzt hier ganz, ganz herzlich ein zur Zuckerfrei-Challenge. Wir starten nächste Woche, also in 8 Tagen. Und ja, dann kannst du nämlich gemeinsam mit einer Gruppe ausprobieren, wie einfach es ist, es umzusetzen. Ja, also der Schritt ist dann gar nicht mehr groß, wenn man sich einmal entschlossen hat. Und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du vom Ergebnis genauso überrascht sein wirst und vor allen Dingen begeistert sein wirst, wie viele, viele andere Teilnehmer auch. In meiner Zuckerfrei-Challenge waren bis jetzt über 2000 Teilnehmer, die zum Großteil danach auch wirklich zuckerfrei oder sehr zuckerreduziert danach leben. Und ja, wenn du Lust hast, das einfach mal auszuprobieren, 7 Tage Experiment, ich bereite dich 2 Tage vor, 5 Tage kannst du dann zuckerfrei gehen. Oder aber wenn du dich noch nicht traust, kannst du dich einfach mal inspirieren lassen, mal gucken, was macht das mit den Leuten. Wie sehen die Rezepte aus? Was empfehle ich dir? Also wenn du, ich sag mal, in der Stufe von unseren Schritten halt noch so ganz am Anfang stehst und du sagst, oh, ich traue mich das noch nicht so richtig, kann mir das noch nicht so vorstellen, ich weiß nicht, wie ich das in meiner Familie umsetzen soll, dann lass dich einfach inspirieren und guck mal, wie andere das machen, beziehungsweise guck mir einfach über die Schulter, wie das hier in meinem Alltag so abläuft, weil ich habe mitnichten 3 zuckerfreie Kinder und auch keinen zuckerfreien Mann. Aber dadurch, dass ich zuckerfrei lebe, hat sich deren Zuckerkonsum und deren Konsumverhalten drastisch geändert. Und die konsumieren sehr, sehr, sehr viel weniger Zucker als der Bundesdurchschnitt. Also von daher, wenn du Lust hast, wie immer gibt es den Link oben und in den Kommentaren. Ich würde mich total freuen, wenn du Fragen hast zur Challenge oder generell zum Thema zuckerfrei, sehr, sehr gerne in den Kommentaren oder schick mir, wenn dir das lieber ist, eine PN. Ich beantworte das sehr, sehr gerne und ja, wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und ich würde mich total freuen, wenn wir uns in der Zuckerfrei-Challenge sehen würden. Bis dann, alles Liebe, deine Nicola Hemmann.